Dann nehmen wir das einfach auf von Oliver Brudlo. Ein Klassiker Innsbruck gegen Rapid. Es ist alles gerichtet für diesen Klassiker. Hoffentlich haben Sie sich auch alles hergerichtet für diese 90 Minuten. Falls nicht, dann können Sie ruhig noch in den Keller gehen, sich ein paar Bier besorgen. Denn erfahrungsgemäß schießen weder die Innsbrucker noch die Rapidler in der ersten Viertelstunde ein Tor. Aber danach, dann soll es richtig losgehen. 54 Spiele lang gab es kein 0:0 bei Beteiligung von Innsbruck. Also dürfen wir auch heute jede Menge Tore erwarten. Interessant auch die Aufstellungen beider Teams, weil es da doch einige Änderungen gegeben hat. Auf Innsbrucker Seite, naja, da muss man in der Innenverteidigung umstellen, weil Siller, der bisher alle Spiele über 90 Minuten bestritten hat, sich einen Virus eingefangen hat, 2 Kilogramm verloren. Ja, und das macht seinen Einsatz unmöglich. Dazu die doch kleinere Überraschung, Kuhn auf der linken Mittelfeldseite statt Christopher Wernitznik. Er soll zusammen mit Hinterseher und Schütz Wallner vorne mit guten Bällen versorgen. Die Stimmung gut, Sie sehen es, als ob keine Zuschauer da wären. Darunter versteckt sich jede Menge von Menschen. Die Fans feiern natürlich die 100 Jahre des FC Wacker Innsbruck. Und es werden heute erstmals in dieser Saison an die 10.000 Zuschauer erwartet. Rapid zieht in Innsbruck sowieso immer wieder, aber immer mit der Voraussetzung, dass auch die Innsbrucker gut spielen. Auch bei Rapid gab es kleine Veränderungen. Da lässt Zoran Barisic immer wieder mal die Rotation wirken. So zum Beispiel in der Innenverteidigung. Heute Pichler statt dem zuletzt spielenden Behrendt. Boskovic ist wieder zurück, hat über 90 Minuten gespielt. Gegen Polen war ja gegen Salzburg noch erkrankt. Ja, und dann gab es noch die Überlegung, wer spielt links? Soll es Guido Burgstaller sein oder Marcel Sabitzer? Da hat sich Barisic für Sabitzer entschieden, weil er das Gefühl hat, Sabitzer sei etwas frischer, Burgstaller etwas überspielt. Auch bedingt durch die internationalen Einsätze, Länderspiel zuletzt inklusive. 100 Jahre Innsbruck wäre für die Innsbruck-Fans natürlich ein schöner Grund, endlich den ersten Heimsieg zu feiern. Es gab ja eine Niederlage in dieser Saison, die passierte zu Hause gegen Ried. Ansonsten ja viele Unentschieden, zu viele Unentschieden. Dafür gibt es eben nur einen Punkt, aber sehr viel Lob hat es bisher gegeben für die Mannschaft von Rolly Kirchler, aber auch sehr viel Lob für das Team von Zoran Barisic. Ein Team unserer drei als Aushängeschild des österreichischen Fußballs. Und da drückt man auch als Nicht-Rapidler immer dann die Daumen, wenn es international um den österreichischen Fußball geht. Sehr viele gute junge Talente, wie ein Louis Schaub, war ja einer der besten im Unter-21-Team gegen Bosnien. Tja, was liegt so zwischen Tirol und Wien? Na, am besten die Steiermark, deshalb Alex Harkam, der Schiedsrichter aus der Steiermark mit Unterstützung von Andreas Witschnig und Matthias Winsauer. Er wird dieses Spiel heute leiten. Das Wetter auch grandios, passt genau für ein Fußballspiel. Der Rasen nicht zu hart, aber schön weich und nass. Wie geschaffen für ihn, für Harald Pichler, der ja diesen Rasen bestens kennt, noch aus seiner Zeit, als er im Innsbrucker Dress steckte und zusammen mit den Innsbrucker den Aufstieg schaffte. 6.000 Karten gingen allein schon im Vorverkauf weg. Praktisch wie die warmen Semmeln. Das ist der Mann, von dem Rolly Kirchler so viel hält. Andreas Kuhn heute in seinem 4. Saisoneinsatz. Unbekümmert, technisch stark, sehr schnell. Vor allem verliert er kaum Geschwindigkeit mit dem Ball am Fuß. Soll sich langsam
und gut entwickeln. Anstoß hatte der Gast aus Wien in den hellen weißen Dressen. Beuth, der Torschütze in Salzburg zum 1:1. Boskovic, Schrammel, auch mit Innsbruck-Vergangenheit. Gut gespielt von Boskovic, Schrammel. Sabitzer trifft das Knie von Kofler. Soos, Bichler. Neuer Foul über Sonnleitner. Und dann wieder Nowota. Im Hintergrund sehen Sie, wie weit herunter es geschneit hat. Die Nordkette ziemlich bis zur Hälfte leicht mit Schnee bedeckt. Erster guter langer Ball auf Hofmann und Blick hinaus und das gibt 11 Meter und die rote Karte. Was für ein Auftakt. Wieder mal Chaio bei einem Heimspiel. Auweier, dem will es einfach nicht laufen zu Hause. Gegen Ried zwei Patzer. Dann auswärts gut gespielt und jetzt gleich nach 1,5 Minuten Ausschluss für Chaio. Der erste Platzverweis im dritten Spiel. Schöner langer Ball von Sonnleitner. Gute Annahme von Hofmann und dann zerrt er und zerrt er. Da darf er die Hände einfach nicht dranlassen an Hofmann. Da hatte Hakam guten Blick. Schaut aber noch sicherheitshalber hinaus zu Matthias Winsauer. Auch er signalisierte das Foul. Ja, und das direkt vor der Nordkurve. Deshalb wütende Proteste der Fans. Da fallen auch Plastikbecher in den Strafraum. Ja, und Hauser bemüht, auch die Feuerzeuge wieder rauszuschmeißen. Tja, das kann Innsbruck sehr gut gebrauchen. Wir erinnern uns, letzte Saison den Abbruch und dann die deftige Strafe. Geld ist sowieso keines vorhanden in Innsbruck. Tja, und jetzt sieht es so aus, als ob der Strafraum leer wäre von Utensilien. Beuth beim Elfmeter gegen Schaffer und er hält. Schaffer errät die Ecke, aber Beuth schießt den Strafstoß auch nicht wirklich gut. Genau die richtige Höhe für einen Torhüter. Drei Tore hat er erzielt, zwei mit dem Kopf, aber diesen Strafstoß musste er mit dem Fuß treten. Und das ist eine sehr gute Höhe für einen Torhüter. Den hätte man besser treten können. Schaffer, bald hat er 400 Bundesliga-Spiele in den Knochen. Ja, mal schauen, bei wem der Schock tiefer sitzt. Bei den Innsbruckern wegen des Ausschlusses oder bei den Rapidern wegen des vergebenen Strafstoßes. Boskovic. Fast ein ähnlicher Beginn wie für die Rapidler in Graz bei Sturm, als Hofmann nach 1 Minute runter musste und dann siegten die Hütteldorfer noch 4:2. Gut gedacht von Schaub für Hofmann. Sehr frühes Pressing der Wiener. Heißt natürlich, dass Innsbruck jetzt umgestellt hat. Kofler zurück in die Innenverteidigung. Piesinger einziger defensiver Mittelfeldspieler. Bedeutet natürlich, dass die Hütteldorfer damit noch mehr Übergewicht bekommen können im Mittelfeld.
wo sie nominell von Haus aus stärker aufgestellt waren. Sabitzer, schöner Ball für Schaub. Und Boskovic trifft Schaub im Schienbein. Taktisch wird sich da was verändern bei den Innsbruckern. Das geplante frühe Pressing schon in der Hälfte der Rapidler, das wird wohl eingestellt werden. Mit einem Mann weniger. Petzos, Boskovic, Ball läuft gut. Beuth. Schütz. Die Innsbrucker können sich so gut wie gar nicht befreien. Und gar nicht raus aus der eigenen Hälfte. Vukur. Sabitzer. Bergmann. Ex-Rapidler. Schon wieder der Abfangjäger. Pichler. Kurz nach der Mittellinie. Sein toller langer Pass war ausschlaggebend für die erste giftige Aktion in diesem Spiel. Petzos. Boskovic lässt sich immer wieder gut nach hinten fallen. Einwurf für Rapid. Jetzt formieren sich erst die Innsbrucker in der eigenen Hälfte. Schaub, sehr beweglich das Spiel. Der Hütteldorfer wieder gut gedacht. Sehr schön, mir wieder zu sehen. Dieses direkte Spiel in die Spitze, in den Lauf. Wallner allein auf weiter Flur gegen Sonnleitner. Und wie immer, Sonnleitner sehr stark in seinen Zweikämpfen. Die waren ja bisher fast drei Viertel aller Zweikämpfe in dieser Bundesliga-Saison. Petzos. Gute Spielverlagerung auf Trimmel. Er war krank in der Länderspielpause. Gerade wieder rechtzeitig gesund geworden. Hofmann. Sabitzer. Direkt gespielt, schön gemacht. Ein typischer Schaub. Von dieser Seite technisch nicht einfach so zu vollenden. Aber solche Tore hat er schon gemacht mit dem Linken. Er versucht das mit dem Außenriss. Eckball Nummer 1 nach 9 Minuten. Diesmal auf der linken Seite. Schrammel. Der bleibt links. Hofmann. Und wieder Schaub, diesmal versucht es mit dem rechten Fuß. Ah, Kofler erwischt den Ball nicht. Also sehr stark, was die Hütteldorfer hier in diesen ersten 9 Minuten zeigen. Ball läuft gut, gute Ballstaffetten, früher Ballgewinn schon wieder durch Sabitzer. Hauptgefault von Hauser. Zu weit der Ball für Sabitzer. Schauen wir uns nochmal diese Szene an. Chaio gegen Hofmann. Zieht. Ja. Mit seiner Routine darf ihm das nicht passieren. Was erwartet er denn da? Zieht am Trikot des davonlaufenden Hofmann und dann der schlecht geschossene, sehr schlecht geschossene von dieser Einstellung her zu sehen. Wie schwach
Beuth diesen Elfmeter tritt. Der zweite Elfmeter für Rapid in dieser Saison. Den ersten hat einer verwandelt, der aber nicht antreten konnte, weil er auf der Bank sitzt, nämlich Guido Buchstaller. Tja, das sind natürlich bange 10 Minuten, die Rolly Kircher miterleben musste. Und wenn seine Mannschaft nur in der eigenen Hälfte stehen bleibt, dann kann das auf Dauer sicher nicht gut gehen. Hinterseher, Wollner, Hinterseher. Und fällt etwas zu weit aus. Und dann Kuhn, zumindest der erste Torschuss der Innsbrucker, auch wenn er keine Gefahr bedeutete für Nowota. Tja, was hätte Rolly Kircher für Möglichkeiten? Eigentlich keine, er hat die Besten drinnen. Buletta für die Offensive oder, sehr interessant, Jeftic, der Neuzugang, ebenfalls vom FC Basel, hochtalentiert, 20 Jahre alt. Aber es ist noch zu früh, um ihn von Beginn an zu bringen, meint Rolly Kircher. Vielleicht sehen wir ihn heute ja schon in Aktion. Und auf der Rapidbank, da gibt es jede Menge guter Leute. Im Burgstaller für eine halbe Stunde reicht es in jedem Fall. Grozurek immer wieder eine Alternative, sollte es offensiv noch nicht nach Wunsch laufen. Foul an Hinterseher von Pichler. Er muss dann ganz schön auflaufen. Das ist das Spiel von Harry Pichler. Wurde aber nur ermahnt und nicht verwarnt. Bergmann überlässt den Ball Kuhn. Und das typische, Wallner stellt sich mit Absicht immer ins Abseits, um dann nicht einzugreifen beim ersten Ball. Schrammiger Pass von Schrammel. Piesinger, Balleroberung, Piesinger. Tja, das gibt nicht mal Abstoß. Da ist noch viel Weg nach oben möglich, an seiner Schusstechnik zu arbeiten. Und von Piesinger die Probleme zu Saisonbeginn mit seiner Patellasehne. Simon Piesinger. Wechsel auf Hofmann, sehr beweglich, einmal rechts, einmal links, ist der Kapitän zu finden. Und das macht Kuhn sehr geschickt gegen Schrammel. Erntet dafür Sonderapplaus von der Nordkette. Das einzig Richtige, stellt einfach den Körper zwischen Gegner und Ball. Zweikampf von Pichler. Bleibt auf der rechten Seite. Wieder Schrammel mit dem Fehlpass. Die Idee war nicht schlecht. Wollte Hinterseer auf die Reise schicken. Giesinger bekommt den Freistoß. Zweikampf mit Piesinger verwickelt. Die Innsbrucker werden jetzt mal kurz durchschnaufen. Die ersten 9 Minuten waren Schwerstarbeit für das gesamte Team, um Gegentreffer, der in der Luft lag, zu verhindern. Schau.
Schnell wieder auf den Beinen. Wieder ein kluger Pass für Petzos. So, ich hoffe, Sie haben Ihr Bier aus dem Keller geholt. Die erste Viertelstunde ist vorbei, wie versprochen. Ohne Tore jetzt. Ihr könnt es aber, müsst es aber soweit sein. Da kann Sabitzer den Ball nicht annehmen. Sehr schön gespielt, wieder dieser direkte Pass in die Spitze, auch von Beuth. Gut hineingespielt und dann Sabitzer. Beuth tundelt dabei. Kofler, vielleicht zieht deshalb Sabitzer den Ball zu spät. Wieder die Doppelvariante beim Eckball. Zum zweiten Mal aber Boskovic, der Ausführer. Trimmel legt ab für Hofmann. Ja, für den wäre es auch langsam Zeit für Steffen Hofmann. Es sind schon 10 Monate vergangen seit seinem letzten Treffer damals gegen Salzburg beim 2:0-Sieg. Schön abgelegt von Trimmel. Dann springt der Ball etwas zu hoch und damit kommt Hofmann mit dem Fuß zu sehr unter den Ball. Sonnleitner zu stark ausgefallen. Ja, er kann zufrieden sein, außer dass Beuth den Strafstoß verschossen hat. Aber spielerisch schaut das sehr flüssig, sehr gut aus, was die Rapidler in der ersten Viertelstunde, vor allem in den ersten 9 Minuten gezeigt haben. Endlich mal Gästefans auch am Tivoli. Traditionell die Rapid-Fans sind da am fleißigsten, wenn es um Auswärtsfahrten geht. Jetzt versuchen auch die Innsbrucker früher zu stören. Gibt klarerweise Plätze für Konter. Sabitzer gegen Bergmann. Petzos. Einen guten Schuss zu Zentral. Sehr fleißig. Nach Burgstaller der fleißigste Hütteldorfer, wenn es um Distanzschüsse geht. Petzos setzt sich gegen Hinterseher durch. Doppelt von Petzos und Schrammel. Hinterseher, Sonnleitner. Zeigt, wie schnell er auf den Beinen ist. Sehr antrittsschnell. Wahrscheinlich der schnellste Innenverteidiger Österreichs. Von Sabitzer für Schrammel. Guter Stangelpass, keiner da, der erntet. Oh, was macht Hauser gegen Hofmann? Trimmel. Schrammel wäre wieder frei gewesen auf der linken Seite. Aber es geht über rechts, über Hofmann. Er sieht Schrammel. Schrammel zieht Bergmann zu Boden. Eine Folge der schlechten Ballannahme von Schrammel. Nochmals der schöne Stangelpass. Schütz kommt zu spät, kann den Stangelpass nicht verhindern. Aber dann keiner da, der den Ball von Beuth verarbeiten kann. Und Hauser bringt sich selbst in Schwierigkeiten. Moskowitsch lässt Kuhn vorbeirutschen. Pickler macht er sehr geschickt gegen Wallner, sperrt ihn einfach weg.
sodass Schrammel ruhig den Ball annehmen kann. Zucker zieht sich wieder zurück. Zu hoch für Sabitzer. Da bleibt Rapid spielbestimmend, aber der ganz große Druck ist etwas gewichen. Die Innsbrucker mit Teilerfolgen sich befreien zu können, das sind natürlich Ballgeschenke für die Rapidler. Schon wieder die Rapidler mit Überzahl in Ballnähe. Hofmann für Trimmel. Der Mann, der die meisten Flanken schlägt bei den Hütteldorfern, Christopher Trimmel. Und auch der, der am meisten ins Spiel eingebunden wird. Beuth fliegt daneben, wird etwas gehalten. Ganz sauber war das nicht gegen Beuth. Da beschwert er sich zu Recht. Aber schön direkt gespielt. Da kurz der Griff von Wukur an die Brust von Beuth. Und das reichte offensichtlich, um nicht an den Ball zu kommen. Hinterseher hat jetzt Platz. Hauser wäre wahrscheinlich die bessere Alternative gewesen. Der war links frei. Schaub gegen Kofler. Kofler Zweikampfsieger. Einmal musste Kofler vorzeitig vom Feld. Das war in Hütteldorf beim 1:1. Da sah er rot. Gefällt es gut, wie die Hütteldorfer rogieren. Immer wieder werden zwar die Positionen besetzt, aber immer von unterschiedlichen Leuten. Betzos. Vor allem das Mittelfeld rogiert ständig. Hofmann mal links, mal rechts. Wechselt sich gut mit Sabitzer, mit Schaub. Und dann der gute Abschluss von Betzos. Eckball Nummer 3. Bisher die Hütteldorfer noch ohne Torerfolg aus einem Eckball. Damit meine ich nicht nur das heutige Spiel. Hofler. Beuth. Außer dazwischen. Der Ball, ja, da war fast gar nichts, gar nichts. Gerade mal, dass er die Hand auflegt. Ein normaler Kampf unter Männern. Auch wenn Schaub ein noch sehr jugendlicher Mann ist. Team nichts anderes übrig als den Ball zurückzuspielen. Sofort von zwei Rapidlern unter Druck gesetzt. Beuth. Hoffmann wieder links. Jetzt setzt sich durch gegen Piesinger, aber dann macht er den Ball nicht gut genug. Verletzt, konnte nicht das gesamte Training mitmachen in der Länderspielpause. Petzos
Dann waren noch einige Akteure bei den Nationalteams, sodass es gar nicht so einfach war für Zoran Perisic, ein geordnetes Training durchzuführen. Patzerhauser. Schaub kann selbst abschließen, schließt auch ab. Mit einem goldenen linken Fuß. Dieses Mal nimmt ihn mit der Innenseite ein Riesentalent. Aber das wissen sowieso schon alle. Auch Werner Gregoritsch hat in den höchsten Tönen geschwärmt von Louis Schaub nach den Länderspielen Spanien, vor allem dann gegen Bosnien. Zu weit für Kuhn. So nochmals der Querlauf von Schaub. Dann der Schuss und Handspieler. Schiedsrichter Hakan nicht gesehen, war auch nicht genau zu sehen, ob die Hand dran war oder ob da nur der Versuch da war, um sich dann in letzter Minute zu besinnen, nicht noch einen Strafstoß hinnehmen zu müssen. Zwischen das war Hauser, da meine ich, da hätte er den Ball mit der Hand mitgenommen. Aber auch das blieb. Und Jan Kuhn, jetzt hat er gezeigt, warum Rolly Kirchler so auf ihn steht. Ich meine, da war der linke Arm mit im Spiel bei der Ballannahme und dann Bezos verliert den Ball am 20er. Kuhn wartet nicht lange. Schöner Abschluss. Tritt den ersten Eckball für die Innsbrucker. Rolly Kirchler schickt seinen Kapitän Tomáš Abraham zum intensiven Aufwärmen. Kann schon sein, dass er sich da überlegt hat, doch Abraham noch reinzubringen ins defensive Mittelfeld, weil der Druck der Hütteldorfer kaum nachlässt. Hier nochmals Hauser. Dann war eigentlich schon alles geklärt. Boskovic spielt auf für Petzos und der vertändelt den Ball. Kuhn jagt ihm den Ball ab. Und dann Novota. Wieder Kuhn. Und den wird Schütz wohl nicht mehr erwischen. Er ist auch nicht durchgelaufen, dann wäre sie es eventuell noch ausgegangen für Schütz. Hat kurz eingebremst, dann doch weitergelaufen, aber dann war es zu spät. Tja, dahinter sehen Sie die weißen Berge. Wichtig ist darunter der grüne Rasen. Das war ja nicht immer so am Tivoli. Sabitzer, Ablage für Schaub, der für Hofmann. Und Schaffer. Immer wieder dieser schöne Pass. Durch die Abwehr hindurch gesteckt. Kein Abseits. Gleiche Höhe. Weil am Ende Kofler einen Schritt zu spät rausläuft. Trimmel. Wir sind
die Akteure, die dieses Spiel prägen. Boskovic, Schaub, Hofmann. Sabitzer sehr engagiert, bekommt den Freistoß. Diskussion zwischen Hintersee und Harkan. Aber wer in der Kalau im Gefängnis arbeitet, wie Schiedsrichter Harkan, der hat schon andere Diskussionen überstanden. Hofmann beim Freistoß. 8:3 Torschüsse für Rapid nach einer halben Stunde. Nur die Rapidler fast im Ballbesitz. Auch das Eckenverhältnis deutlich zugunsten der Wiener. Und der Spielstand nach wie vor 0:0. Nicht mehr jetzt, weil Sonnleitner einköpft. Nach 31 Minuten die verdiente Führung für Rapid. Ja, wenn es die Stürmer nicht machen, dann muss es eben der Abwehrchef selbst erledigen. Zum ersten Mal dürfen die Hütteldorfer Fans jubeln über diesen Treffer. Hofmann mit seinem zweiten Assist in dieser Saison. Und zum vierten Mal zeigen die Hütteldorfer Köpfchen. Viertes Kopfballtor in dieser Saison. Aber das war dann eine relativ einfache Übung für den Kopfballspieler Marke Sonnleitner. Weit und breit kein Innsbrucker in seiner Nähe, der ihn daran hindern wollte. Das Mitwirken von Boskovic einfach sehr wichtig, entlastet Hofmann. Immer wieder treibt er das Spiel aus der Tiefe heraus an mit solchen Jugendpässen. Damit zieht man den Gegner auseinander. So kann man auch weiterspielen. Bis zur 90. ist zwar nicht aufregend, aber es würde dann reichen für einen 1:0-Sieg. Vor einem halben Jahr hat er zuletzt getroffen, Mario Sonnleitner. Aber das ist auch nicht sein Hauptjob. Jetzt was. Jetzt was. Hofmann. Und Sabitzer! Oh, das sind schon Riesenchancen, die die Hütteldorfer da vorfinden. Auch keine neue Situation für die Innsbrucker, dass man 0:1 zurückliegt. Fünfmal passierte das den Tirolern schon in dieser Saison. Viermal schaute zumindest ein Unentschieden heraus, nur gegen Ried reichte es zu keinem Punktegewinn mehr. Aber wenn die Hütteldorfer in dieser Tonart weiterspielen, dann kann es nur einen Sieg am Ende geben und der kann nur Rapid heißen. Gelbe Karte für Wallner. Zweikampf mit Pichler. Ja. Das sind Dinge, die sollten wirklich immer wieder beobachtet werden und sofort bestraft werden. Erinnern wir uns an das Länderspiel, wie Kablak am Ende aussah nach seinen Kopfballduellen. Der Ellbogen hat nichts am Kopf des Gegners zu suchen. Was für ein schöner Pass von Boskovic. Fast aus dem Stand heraus. Direkt auf Hofmann.
Ja, dank Schaffer liegt Innsbruck nur knapp mit 0:1 zurück. Ja, aber das ist nicht nur das einzige Spiel, das wir Ihnen heute anbieten können. Austria Grödig, Wolfsberg, Admira. Was für ein Duell. Wiener Neustadt gegen Sturm. Alles ab 18.30 Uhr, wie gewohnt. Zur freien Auswahl in der Konferenz oder in der Einzeloption. Sabitzer. Den bekommen die Innsbrucker auch nicht in den Griff. Hofmann. Etzos legt sich den Ball aber zu weit vor. War auch im Abseits gestanden, hat den Pfiff zu spät gehört. Das ist richtig. Da ist Etzos auch vorne. Unabhängig davon, ob ein Innsbrucker noch den Ball berührte. Waren knappe Entscheidungen, hat viel zu tun. Matthias Winsauer, aber bisher hat alles soweit gepasst. Wenn wieder beim Freistoß. Wenn kurz war Kapitän Steffen Hofmann draußen, hat sich da offensichtlich eine Schmerztablette geholt. Es ist nicht Phönik in Tirol. Das kann unter Umständen zu Kopfschmerzen führen. Das Spiel selbst ist viel zu gut der Rapidler, als dass der Kapitän davon Kopfschmerzen hätte. Ist nur ein Befreiungsschlag, kein konstruktives Herausspielen. Kuhn defensiv sehr fleißig, auch der auffälligste Innsbrucker bisher. Wieder Freistoß nach Foul an Schaub von Piesinger. Ähnliche Position wie beim 1:0. Wieder wird Hofmann treten und wieder wird Sonnleitz nach vorne dabei sein. Dieses Mal scheint sich Vukur um ihn zu kümmern, aber Sonnleitner macht es sehr geschickt in Zusammenarbeit mit Schaub. Der soll Vukur wegsperren. Weiter Flur ganz alleine Roman Wallner. Hat sein erstes Bundesligator für die Grün-Weißen erzielt. Damals noch unser Trainer Harry Weber, der ihn einwechselte gegen Bregenz. Und inzwischen hat er 99 Mal nachgelegt, Roman Wallner. Boskovic. Macht er gut. Der Ball für Kuhn. Ja, mit den hohen Bällen haben es die Innsbrucker nicht so wirklich. Da fehlen die großgewachsenen Spieler. Hinterseher wäre so einer. Wallner auf keinen Fall. Er will den Ball lieber auf dem Fuß haben. Hat er ihn auch gehabt.
Hoffmann. Der Seher mit der Hand dran, hat er mit der Hand schon einmal für Aufregung gesorgt, damals noch im Dress der Vienna. Ist er auf der Linie gegen den, ich glaube es Linz war es, glaube ich, den Ball abwehrte, nicht gesehen vom Schiedsrichter damals. Schrammel. Nicht den Ball noch. Schütz, jetzt wäre Platz da für Piesinger. Ein Wechsel hinüber auf die andere Seite würde gut tun. Kuhn verspringt der Ball bei der Annahme. Soweit für Schütz. Der sehr schwer hat auf seiner Seite, kann sich da kaum durchsetzen. Schrammel und vor allem kommt da meist Pichler dem Schrammel zu Hilfe und dann wird es schwer. Der einzige Torschütze bisher, Mario Sonnleitner. Innsbruck wäre gut bedient, mit dem 0:1 in die Kabine gehen zu dürfen. Rapid kann man wirklich nur eines vorwerfen, dass sie nicht die guten Chancen besser genutzt haben. Ansonsten sieht das resultatsmäßig viel deutlicher aus. Abseitsstellung Sabitzer. Matthias Winsauer hat da wirklich viel zu tun in den ersten 45 Minuten. Andreas Witschnik auf der anderen Seite muss froh sein, dass es noch keine Minustemperaturen am Tivoli hat. Sabitzer. Hofmann löst sich. Pizzos kommt den Freistoß nicht. Hört man gefault von Sabitzer. Es ist trügerisch, dieses 1:0 für Rapid. Man merkt, man hat den Gegner im Sack, man liegt vorne. Aber die Rapidler würden gut daran tun, nachzulegen. Für die Innsbrucker heißt es immer noch, die Chance ist da, auch wenn man fast seit Beginn an, seit der zweiten Minute mit einem Mann weniger sich den Angriffen der Wiener gegenüber sieht. Schaub, Beuth. Ja, guter Versuch, direkt auf Bezos zu spielen. Wenn Trimmel daher gebraust. Foul von Schütz an Sabitzer. Letzte Minute der ersten Hälfte läuft. Eine gibt's noch drauf. Dann hat Rolli Kirchler Zeit, einen Plan mit der Mannschaft zu besprechen. Und Parisic kann eigentlich seiner Mannschaft nur sagen, sucht weiter den Weg Richtung Schaffer und schaut, dass er möglichst bald das 2:0 macht.
Rennen für Wallner. Langer Ball. Aber Trimmel kommt noch vor Hauser zum Kopfball. Nguyen. Nachspielzeit wird auch bald vorbei sein. Frau Hofmann. Nicht sauber geklärt von Kofler. Aber es wird wohl nichts mehr passieren. Rapid führt hochverdient mit 1:0 nach 45 Minuten. Einziges Manko, nur 1:0. Nachdem Beuth die große Chance in der vierten Minute nicht nutzen konnte, aus einem Strafstoß seine Mannschaft schon in Führung zu bringen. Schlecht geschossen, Schaffer gut gehalten. Danach Chance um Chance für die Rapidler. Aber dann benötigten sie einen Freistoß, ausgeführt von Hofmann. Und am Ende Sonnleitner, den Innenverteidiger, der die Mannschaft verdient in Führung brachte. Tja, für Rapid läuft es bestens. Kann mir nur schwer vorstellen, wie die Innsbrucker diese zweiten 45 Minuten packen werden. Tivoli Emotion, dieser Egoitz Chaio gegen die Austria, noch so stark gespielt vor zwei Wochen und heute mit der ganz, ganz frühen roten Karte. Rapid führt 1:0 am Tivoli. Brudler, diese rote Karte, schauen wir gleich genauer drauf, von Egoitz Chaio. Jetzt schon doch so etwas wie ein Knackpunkt in dieser Partie, auch nach 45 Minuten? Natürlich, du gehst raus und nimmst dir was vor aus dem Konzept und hast auf einmal einen Spieler weniger zur Verfügung. Das war natürlich ein Nackenschlag für Wacker Innsbruck, der noch glimpflich eigentlich ausgegangen ist, dadurch, dass Schabelschafer den Elfmeter abwehren hat können. Ne? Ja, dann tauchen wir ein in diese turbulente Anfangsphase in dieser Partie. 1:09 waren gespielt, als das Foul von Egoitz Chaio an Steffen Hofmann geschehen ist. Einigen wir uns, Oliver Brudlo, auf einen Foul? Ja, ich denke, es war ein klarer Elfmeter, aber Stellungsfehler von Chaio in dem Fall. Hofmann läuft ihm im Rücken davon und er kann ihn dann hier nur mit der Hand aufhalten und natürlich Elfmeter. Ja. Ja, nicht gut gestanden. Rot noch dazu. Was halten Sie generell von dieser Doppelbestrafung? Ja, ich würde diese Regel gern ändern, aber ich kann es natürlich würde nicht, jeder gern. Ja, weil ich eben die Doppelbestrafung für übertrieben halte. Ja. Schauen wir auf den Elfmeter. Terence Boyd, schlecht geschossen, gut gehalten. Eines von beiden oder doch beides? Sagen wir beides, Sie mögen den Schaffi so gern. Sagen wir beides, weil von der Höhe her, der Schuss war natürlich für den Tormann in einer dankbaren Höhe und auch nicht zu weit ins Eck. Aber trotzdem natürlich muss man den erst halten und der Schaffi zeigt da wieder, was er für ein klasse Mann ist. Ja, den Bruno bekommen für den besten Goalie der vergangenen Saison. Wie sehr schließen Sie sich inhaltlich dieser Bruno-Haltung auch an? Sie haben sich eh schon festgelegt. Ja, ich schließe mich total an. Er war letztes Jahr überragender Tormann. Er war es auch in der Saison davor. Der hätte ihn auch schon bekommen können unter Umständen. Also für Wacker Innsbruck ganz ein wichtiger Mann und ganz ein starker Tormann. Also Rapid in Überzahl in dieser Partie und hat sich Chance um Chance herausgespielt. Die nächste dann aus der 8. Minute nach einem Outball. Dann ein typischer Sabitzer und danach auch ein typischer Louis Schaub, eigentlich ein typischer Rapid-Angriff. Es geht Nordstrom schnell in Richtung gegnerischen Goalie. Geht ganz schnell direkt, zielstrebig in Richtung gegnerisches Tor. Super Pass in dem Fall natürlich in den Lauf. Auch guter Abschluss von Louis Schaub und super muss ich Schaffe wieder loben. Wieder toll gehalten. Ja. Waren wir da auch in einer Phase bereits, wo man sich gedacht hat, wie lange kann das für den FC Wacker gut gehen? Ja, wenn man sich die ganze erste Halbzeit anschaut, muss man sagen, Wacker Innsbruck ist mit dem 0:1 Rückstand gut bedient nach dem Spielverlauf und nach den Chancen, die Rapid gehabt hat. Rapid hat sich dann ein paar Minuten zurückgenommen, aber nach rund einer Viertelstunde ist es dann schon weitergegangen in Richtung Schabol, Schabi, Schaffer. Die nächste Geschichte aus der 16. Minute. Beuth mit dem schönen Stangepass, eingeleitet das Ganze von Petzos. Was macht Sabitzer? Er macht nichts. Warum macht er eigentlich nichts? Er ist falsch im Schritt. Das ist eine Szene, die kann man jemand, der nicht Fußball gespielt hat, kaum erklären. Dann denkt sich jeder, warum geht er nicht hin in der Szene? Aber er ist im falschen Schritt. Er kommt mit dem Fuß, mit dem er schießen will, nicht hin. Vielleicht hätte er noch grätschen können, aber ist er nicht ausgegangen richtig. FC Wacker gut bedient mit dem 0:1? Ja,
Rapid, muss man sagen, wirklich in der ersten Halbzeit drückend überlegen. Wir spielen sehr flüssig. Rapid-Mittelfeld dominiert in allen Belangen, muss man sagen. Wacker Innsbruck ohne hundertprozentige Torchance in 45 Minuten. Es ist natürlich schwer, wenn du ein Mann mit einem Mann weniger auf dem Platz stehst. Auf der anderen Seite, eng dran am Mann können die anderen 10 auch sein und das fehlt heute aber ein bisschen. Es gibt noch reichlich etwas anzusehen, etwas zu analysieren, nämlich auch ein paar Elfmetersituationen oder mögliche Elfmetersituationen. Zunächst einmal 22. Minute. Achten Sie auf den linken Oberarm von jetzt Stipe Vukur gegen Terence Boyd und ein paar Augenblicke später ein mögliches Handspiel, ein mögliches absichtliches Handspiel im Wacker Strafraum auch von Thomas Bergmann. Ja, in der ersten Szene berührt er ihn auf jeden Fall, ob es dann zum Sturz genügt hat von Beuth oder der da ein bisschen mitgeholfen hat, ist was anderes. Zweite Szene, glaube ich, trifft dann an der Hand, am Arm, in der Höhe. Trifft er ihn oder geht der Bergmann mit dem Arm hin? Oh. Beides. Du bist natürlich in der Bewegung drin und er springt dann. Ja. Also, ja, den Arm da schon ein bisschen weit vorn. Ne. Das muss man schon sagen. Ja, Innsbruck hinten auf jeden Fall sehr gefordert, wie auch Sabitzer. Kann man auch geben. Hier Bergmann am oben und dann schauen Sie mal, was Sabitzer rechts macht. Wie ein Pferd, tritt er da. Gegen Hintersee. Ist eigentlich nicht in Ordnung, oder? Obwohl er nicht der Typ dafür ist. Ist nicht der Typ dafür. Schaut nicht gut aus. Aber ich denke, er sieht gar nicht, dass der Hintersee kommt. Ich denke, er wollte vielleicht nur nach dem Ball ausschlagen. Aber hat natürlich ein bisschen komisch ausgeschaut, dass er den Lukas da wegräumt. Ja. Komisch auch das Tor, wenn man es von der Innsbruck-Defensive bewerten möchte. Schauen wir mal auf den Freistoß. Steffen Hoffmann, wer sonst? Von links mit rechts. Mario Sonnleitner. Gegenspieler 0. Weit und breit keiner. Total übersehen, total vernachlässigt worden in der Szene. Hat ewig lang Zeit. Das macht es dann fast schon wieder schwierig, wenn man so lange auf den Ball warten muss und sieht, man kriegt ihn so. Aber er macht das mit einem klasse Kopfball, macht er das Tor eiskalt. Aber völlig unbedrängt, darf eigentlich in dem Ausmaß nicht passieren. Wie kommt Wacker zurück in Unterzahl? Marco Kofler hat gesagt, es ist egal, ob wir 0-3 oder 0-4 verlieren. Ja, hat er recht. Ich denke, sie müssen trotzdem aggressiv draufgehen, Pressing spielen. Das ist auch ihre Spielweise, das ist ihre Stärke. Und dann schnell umschalten und vielleicht gelingt ihnen der eine oder andere Konter. Wenn sie dann zu Ende spielen können, ist noch alles möglich. Rapid führt verdientermaßen mit 1:0 nach 45 Minuten. Die Mannschaft spielt wie aus einem Guss. Das ist auch zu fürchten für die Innsbruck-Fans, die jetzt den ganzen Platz einräuchern. Keine Sicht für Novota, der sich in diese Richtung begeben muss. Das war abgesprochen, dass es das geben wird. Ich habe schon vor Spielbeginn darüber geredet. Die 100-Jahr-Feier, die will man feiern. Ja, und in dem Rauch untergegangen, sicher für die Fans, der Wechsel bei den Innsbruckern. Er hat schon intensivst aufgewärmt, so 10 Minuten Thomas Abraham. Er wird in dieses Spiel kommen. Raus geht Roman Wallner. Also ich glaube, da hat Rolli Kirchler dann doch was anderes im Sinn, als es uns noch Marco Kofler im Interview angezeigt hat, dass er meint, wir riskieren alles nach vorne, egal wenn wir noch 3 Trümmer bekommen. Rolli Kirchler setzt da besser auf Defensive. Piesinger bekommt Unterstützung im defensiven Mittelfeld, wird wohl Hinterseher dann in die Spitze vorrücken. Rapid klarerweise unverändert, gibt es auch keinen Grund zu wechseln. Das Einzige, was man der Rapid-Mannschaft vorwerfen kann nach 45 Minuten, dass diese Hochkaräter von Chancen ungenützt blieben. Ansonsten wäre das Spiel zumindest schon vorentschieden. Boskovic gefällt mir außerordentlich gut. Seine Sicherheit am Ball, seine Übersicht, wie er das Spiel von hinten raus organisiert. Vor ihm dann das flexible Mittelfeld mit Hofmann, mit Schaub und mit Sabitzer, die immer wieder ihre Positionen ändern, was es den Innsbruckern schwer macht, überhaupt in die Zweikämpfe zu kommen. Das schafft Raum für die Rapid-Angriffe. Auch Sabitzer hatte so seine Möglichkeit. Pichler hat nicht allzu viel zu tun in der Defensive, unterstützt aber immer wieder Schrammel auf der linken Abwehrseite.
Arkam im Gespräch mit Rolli Kirchler. Der vierte offizielle Bernd Hirschbichler hat bisher eigentlich einen ruhigen Nachmittag verbringen können. Ganz kurz mal gab es ein Gespräch mit Barisic, dann einmal mit Kirchler, aber keine große Aufregung unten in der Coaching-Zone. Schön langsam verzieht sich der grüne Rauch. Ob damit die Innsbrucker auch den Durchblick finden, sei dahingestellt. Thomas Abraham hat stolze 100 Bundesligaspiele für Innsbruck absolviert. Kann schon auch Tore machen bei Standards. Wäre er ein Mann, der mit Köpfchen was bewegen könnte, aber vorerst ist es seine Aufgabe, mal Stabilität in die Abwehr zu bekommen. Und wenn ich das richtig sehe, spielt er wie in Wiener Neustadt nicht im defensiven Mittelfeld, sondern in der Innenverteidigung. Und Kofler ist wieder nach vorne gerückt ins defensive Mittelfeld. Hat sich bewährt in Wiener Neustadt. Mal schauen, ob es sich auch bewährt gegen Rapid. Rapid versucht, die Innsbrucker rauszulocken aus der eigenen Hälfte. Mit der 1:0-Führung kann man so spielen. Sabitzer. Nicht besonders aufregend. Solche Spielzüge können auch Menschen mit Herzschrittmacher beruhigt ansehen. Petzos ermöglichte die beste Möglichkeit für die Innsbrucker nach seinem Ballverlust an der Strafraumgrenze. Jetzt kommen sie. Jetzt gibt es auch Platz für Rapid. Der Ball war in Seitenart. Sehr gesperrt von Schaub. Ich glaube, die Innsbrucker werden sich Hoffnungen machen, mal zu gefährlichen Standards zu kommen. Aber dazu müssten sie auch in die Nähe des 16ers kommen. Kohen macht das gut. Und jetzt gibt's den ersten Freistoß. Boskovic mittendrin, derjenige, der aber das Foul begangen hat. Und darauf werden sie bauen, die Innsbrucker mit Kofler, mit Piesinger, mit Hinterseer. Gelbe Karte. Gab's noch oben drauf für Boskovic. Wenn es aus dem Spiel raus nicht funktioniert und wir erinnern uns, von dieser Position aus machten auch die Rapidler ihren Treffer. Bergmann, der Ex-Rapidler beim Freistoß. Und da geht's munter zu im 16er. Jetzt liegt ein Innsbrucker am Boden. Ich glaube, es ist Kofler. Ja, es ist Kofler. Beschwert sich bei Hakam, dass er das nicht gesehen hat. Da hat er, so zeigt er es an, eine in den Magen bekommen. Hier geht er zu Boden. Duell mit Sonnleitner. Bergmann. Und die Szene schon unterbrochen, bevor noch Nowota den Ball abwehren musste. Weil in diesem Fall dann Sonnleitner zu Boden ging.
Schrammel. Sabitzer. Ist auf Sonnleitner und Nobota, alle Rapidler in der Hälfte der Innsbrucker. Es gibt Freistoß. Naja, das hätte man auch andersrum geben können. Und hier hält eigentlich Hauser. Schaub fest, wie seine beste Freundin beim Tanzkurs. Da sieht man, wie frech der ist. Am Ende bleibt Petzos Zweikampfsieger. Schrammel. Sabitzer. Ball kommt gut. Foulpfiff, weil Beuth im Zweikampf mit Hauser mit den Händen gearbeitet hat. Ich bin nach wie vor der Meinung, Rapid sollte sich nicht verlegen auf Ergebnisverwaltung, sondern sie haben heute bisher wirklich ein gutes Spiel geliefert. Sie sind in der Form, dass sie die Innsbrucker weiter unter Druck setzen können, dass sie sie ausspielen können, und sie sollten unbedingt mit Druck auf den zweiten Treffer spielen. Schwierig die Ballannahme für Schrammel, der schaut bei einem hohen Ball direkt in die untergehende Sonne. Sonnleitner, Boskovic. Sticht raus aus der Innenverteidigung. Schrammel, zu weit. Zu weit. Rund 1000 Fans sind mitgekommen. Insgesamt haben sie es doch nicht geschafft, die Innsbrucker. Sie hofften auf 10.000 Fans, aber knapp dran waren sie. Knapp 9.700 Zuschauer sind gekommen. Die möchten mehr sehen als nur eine knappe Niederlage. Sehe am Boden. Ja, wenn er Lukas Hinterseher treffen würde, dann kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass dieses Spiel 1:1 enden wird. Denn 4 Tore hat er erzielt in dieser Saison und 4-mal endete dieses Spiel dann auch mit ihm als Torschützen mit 1:1. So auch zuletzt gegen die Wiener Austria oder wie hier gegen Red Bull Salzburg oder gegen den WRC in Wolfsburg oder eben auch wie in Wiener Neustadt. Da zeigt sich jetzt die Reife der Rapid-Mannschaft. Wie kann man einen Gegner ausspielen, der so kompakt defensiv steht wie jetzt die Innsbrucker? Ein Spiel von Bergmann. Kurz abgespielt auf Petzos. Das wäre das Mittel. Der Ball muss schnell laufen und nicht der Spieler mit dem Ball. Schaub, gut, nimmt Schrammel mit. Guter Ball und Eigentor. Abraham mit dem Eigentor.
wurde förmlich dazu gezwungen. Hätte er nicht eingegriffen, hinter ihm wartete schon ein Rapidler. Schöner Angriff über die Seite, über Schrammel. Tja, das kann passieren. Hier die Abwehr zuerst von Abraham und dann der zweite Ball, der landet bei Schaub. Ja, dahinter hätte Beuth gelauert, da hätte Hauser nicht mehr eingreifen können. Abraham war gezwungen, etwas zu tun, dass er den Ball dann mit dem Schienbein erwischt, ist natürlich nicht ideal. Und da landet der Ball dann vom Schienbein von Abraham direkt bei Beuth, der hatte dann keine Probleme mehr. Also doch kein Eigentor von Abraham, aber unglückliche Abwehr von Abraham. Damit macht er seinen vergebenen Strafstoß vergessen. Gibt Einwurf. Ein Dämpfer für die Innsbrucker, die sich vielleicht insgeheim doch noch etwas ausgerechnet haben. Für Rapid längst fällig das 2:0. Immer wieder viel Platz bei der Ballannahme für die Hütteldorfer. Aber das liegt auch daran, dass sie sich sehr gut bewegen. Hofmann, da steht Gegenspieler von ihm 2 Meter weg. Ballspiel an Hauser, unterbricht den Angriffswirbel der Wiener. Schaub auch eine abbekommen. Im Duell mit Hauser. Bergmann und hier vorerst einmal Pichler. Hofler. Trimmel noch vor Kuhn. Das ist nur ein Stückwerk. Ja, schade, man hat sich so gefreut auf dieses Duell, auf diesen Klassiker Innsbruck gegen Rapid. Aber eigentlich war das Spiel schon vorentschieden in der 2. Minute, es sei denn, die Hütteldorfer machen es noch einmal spannend, ansonsten kann es nur einen Sieger geben, auch aufgrund der starken spielerischen Leistung, aber auch aufgrund der Tatsache, dass die Innsbrucker nach Minute 2 nur mehr mit einem Mann weniger dagegenhalten konnten. Jetzt gibt es die gelbe Karte für Schrammel. Dafür. Giesinger. Probleme mit dem Ball. Und das ist die Folge dann. Die nächste Chance für Giesinger. Schütz wurstelt sich da
mehr oder minder über den Rasen. Nicht allzu schön anzuschauen zurzeit. Aber Rapid auch mit dem Wissen, dass es ja international am Donnerstag weitergeht. Da kann man heute kräftig sparen. 2:0 ist jetzt komfortabler. Hinterseher. Ja, Abseitsstellung von Schütz. Etwas vorne, wenn man die Rasennarbe sieht. Gemacht vom Platzwart, da war Schütz vorne. Es könnte nur mehr spannend werden, wenn den Innsbruckern möglichst bald ein Tor gelänge. Jetzt gibt es gelbe Karte für Schütz wegen Kritiks. Da gehen einem dann auch die Nerven durch, wenn man offensiv aufgestellt ist und dann eigentlich nur defensiv arbeiten muss, weil nach vorne wenig geht. Trimmel war kurz draußen, jetzt sehen Sie ihn wieder in unser Bild laufen. Bekam Tipps von Barisic, während die Innsbrucker ihren neuen Mann präsentieren werden. Schau. Sabitzer. Gute Drehung. Schwacher Abschluss. So, jetzt kommt er für Schütz, kommt jetzt Darko Jeftic, während sich Kuhn noch Informationen holt beim Coach. Und wie es jetzt aussieht, heißt es alles oder nichts. Darko Jeftic, 20 Jahre alt, kommt vom FC Basel mit Vuletta. Im anderen Schweizer quasi aufgewachsen. Der will unbedingt spielen. Der FC Basel bezahlt das Gehalt weiter. Also er kostet den Innsbruckern gar nichts. Nicht einmal Miete müssen sie bezahlen für ihn. Die bezahlt er selber. Er will einfach Fußball spielen. Rolli Kirchner zeigte sich sehr beeindruckt schon bei den ersten Trainings. Sagt, der hat was drauf. Und schauen wir mal, was er kann. Einen ähnlichen Einstand hat wie Vuletta, dem gleich bei seiner ersten Einwechslung ein Treffer gegen Sturm Graz gelang. Dann wäre das auch für ihn ein guter Einstand. Piesinger. 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 Und da ist er erstmals am Ball. Darko Jeftic. War kein Zuspiel, ein Abpraller. Von Sondleitzner. Nicht erfreulich das Ergebnis für die Innsbruck, aber sehr erfreulich für Zoran Barisic, der 5 Jahre hier spielte, 3 Meistertitel heute. Quasi seine zweite Heimat, wie er sagte. Piesinger für Hinterseher. Das war ein 2:0
ist trügerisch. Schaut viel aus, aber man weiß, gelingt dem Gegner plötzlich der Anschlusstreffer, dann kann das beim Gegner Kräfte freisetzen und deshalb sollten die Hütteldorfer weiter konzentriert bleiben, wenn sie heute mit 3 Punkten nach Hause fahren möchten. Kuhe. Himmel wehrt ab, Bergmann, Novota. Auch Rapid wird wechseln, Behrendt macht sich bereit. Da wird die Defensive verstärkt bei den Hütteldorfern. Schau. Zweite Nachfassen. Den Ball bändigen, Beuth, guter Einsatz von ihm, Schau. Gutes Auge. Moskowitsch bringt den Ball nicht zu Sabitzer. Biesinger für Hinterseher. Jetzt riskieren sie wirklich alles, die Innsbrucker. Ball hinein für Jeftic. Aber klar, da war alles sauber, da kam er nur zu spät. Aber irgendwie hat man so das Gefühl, den Innsbruckern ist jetzt alles völlig egal. Und die Rapidler zeigen Wirkung. Plötzlich alle Rapidler in der eigenen Hälfte. Boskowitsch raus, Behrendt rein. Ja, Boskowitsch wird noch nicht bei vollen Kräften sein nach seiner Grippeerkrankung. Dann das Ländermatch über 90 Minuten. Hat ein gutes Spiel gemacht, war der Denker und Lenke in den ersten 45 Minuten. Behrendt sicher defensiv stärker. Bichler bleibt in der Innenverteidigung, Behrendt vorerst im defensiven Mittelfeld. Das war in Salzburg noch andersrum. Nächster Eckball. Eckball Nummer 3 für die Innsbrucker. Die Fans stimmgewaltig. Biesinger. Ball war schon im Tor out. Ja, weniger erfreulich der Spielstand für die Innsbrucker, aber erfreulich die Zahlen für den Kassier. Die Zahl, die ich Ihnen vorher genannt habe, die stimmt gar nicht mehr. 1000 Menschen mehr sind gekommen, das heißt, wir halten tatsächlich bei über 10.000 Zuschauern, die heute den Weg ins Stadion gefunden haben. Spiel von Behrendt. Noch ein Wechsel. Der zweite Schweizer kommt. Kuhn raus, hat viel gearbeitet und für ihn jetzt Vuletta. Barisic bringt noch einen neuen Mann. Und dieses Mal nicht, um die Defensive zu stärken, sondern um mit Offensive die Defensive zu entlasten. Burgstaller macht sich bereit. Beuth, den Ball nicht zu Sabitzer. Eckball für Rapid. Aufgezeigt wird die Nummer des Kapitäns, Steffen Hofmann. Das heißt, damit
beide Spielgestalter raus mit Steffen Hofmann und mit Boskovic, der zuvor ausgewechselt wurde. Er bereitete das 1:0 durch Sonnleitner vor. Mal schauen, wo sich Guido Burgstaller eingliedern wird. Schaub. Abraham dazwischen, vorne die einzige Spitze, Vuletta. Schrammel zu weit. Mann. Abraham. Bergmann. Ja, das sind böse Ballverluste für Beuth. Der ist sicher schneller als Abraham. Rechts läuft Burgstaller. Schlechter Ball. Burgstaller. Vorbei an Vukur. Endstation Hauser. Piesinger. Fast in der Rolle des Spielmachers. Hinterseher. Trimmel dazwischen. Landet im Line-Out. Wie lange geht's noch? Knapp 20 Minuten. Innsbruck haben das Mittelfeld fast aufgegeben. Gibt's vorne eine Viererkette. Der Rest steht quasi auf einer Linie hinten. Piesinger auch als Offensivspieler unterwegs. Freistoß. Es gibt einen Wurf für Rapid. Quasi als Libero. Wieder war Kofler zu Boden gegangen. Man zeigt an, da hat er wieder eine mit dem Ellbogen abbekommen. Schwert sich auch zum vierten Offiziellen jetzt. Ja. Leider, heute hält er sich sehr zurück. Terence Beuth aber sehr auffällig, vor allem in den ersten 45 Minuten in Salzburg, wie Beuth in die Zweikämpfe ging, immer mit dem Ellbogen am Kopf des Gegners. Das macht man einfach nicht. Hart spielen ja, aber das ist mehr als unfair. Hofler muss behandelt werden, blutet nach wie vor aus der Nase, damit die Innsbrucker mit zwei Mann weniger auf dem Feld. Piesinger. Das macht er gut. Hinterseher. Piesinger. Fast der Antreiber bei den Innsbruckern. Hinterseher. Ja. Ja. Yeah.
Ah, das haben wir lange Zeit vermisst von den Innsbruckern. Schön, wie der Ball läuft. Damit beweisen sie, dass sie auch gut Fußball spielen können. In den ersten 45 Minuten bestaunten sie nur die Aktionen der Rapidler. Kofler immer noch draußen. Bald werden wir die Rapid-Fans hören. Die Rapid-Viertelstunde beginnt. Aber es ist leider momentan die Schwachstelle der Rapidler, diese Schlussviertelstunde. 3 von 8 Gegentoren, die sie kassiert haben in dieser Saison, kassierten sie in der Schlussviertelstunde. Beuth, Schaub, jetzt kann er es klar machen. Wirft sich Vuku in den Schuss. Behrendt. Kofler zurück. Damit die Innsbrucker nur mehr mit einem Mann weniger. Abraham hat den wieder nicht mehr erreichen. Ich glaube, den hätte er auch vor 5 Jahren auch nicht mehr erreicht. Jetzt erst recht nicht. Herr Kofler hat sich da bewusst sehr hart in den Zweikampf hineingestellt gegen Beuth. Und das ist die nächste große Chance. Muleta. Aber der Ausgangspunkt war der Fehler von Pichler, den dann Muleta nicht nutzen konnte. Aber wenn diese beiden Schweizer, glaube ich, mal richtig integriert sind in der Mannschaft, die können in jedem Fall offensiv eine Verstärkung sein für die Innsbrucker. Kofler macht keinen sehr guten Eindruck. Der wankt da wie ein angeschlagener Boxer auf dem Feld. Zeigt auch wieder an, er braucht wieder was. Oh, ich glaube, dem ist gar nicht gut. Er sagt, zeigt an, dass ihm ganz schwindlig ist. Möglich, dass er da auch eine leichte Gehirnerschütterung erlitten hat. Er wankt zurück. Der muss zurück, weil Kirchler schon alles in dieses Spiel geworfen hat, was er zur Verfügung hatte. Aber ob Kofler mit diesem Gesundheitszustand seiner Mannschaft noch helfen kann, ist fraglich. Nächster Eckball, kurz abgespielt, Burgstaller. Gräber von Sabitzer. Oh, da fehlte nur Zentimeter. Dann wäre dieses Spiel endgültig entschieden gewesen. Beuth am zweiten Pfosten. Aber sehr klug gespielt von Sabitzer. Burgstaller nicht im Abseits, weil Kofler nicht rechtzeitig rauskam. Jeftic. Normalerweise, wenn Boskovic und Hofmann draußen sind, dann wäre es eine Angelegenheit für Bezos. Er hat mehr als die Hälfte seiner Torschüsse aus direkten Freistößen abgegeben. Auch Sabitzer zeigt an, dass er gerne möchte. Petzos macht's. Und der war nicht schlecht.
Direkter Freistoß im Kreuzeck. Sein erstes Tor für Rapid. Sein erster Treffer aus einem Freistoß. Der erste direkt verwandelte Freistoß überhaupt der Hütteldorfer. Aber der war wunderbar getreten. Keine Chance für Schaffer. Passt haargenau damit. Ist alles erledigt. Es war ein kurzer Versuch der Innsbrucker, dieses Spiel doch noch einmal interessant zu machen. Ob es für Punkte gereicht hätte, sei dahingestellt. Aber zumindest gab es dann Möglichkeiten durch Jeftic und durch Buletta noch einmal in dieses Spiel zurückzufinden. Zu durchsichtig, gut gesehen von Behrendt. Schau, Burgstaller. Ja, jetzt ist auch Zeit für die Gusterstückerl. Das gehörte nicht dazu. Aufgrund des Spielverlaufes auch dieses 3:0 mehr als verdient. Es hätte nur längst schon so stehen können, schon vor dem Pausenpfiff, aufgrund der Leistungen, aufgrund der dicken Chancen, die sich die Hütteldorfer erspielt hatten. So blieb es zumindest etwas länger offener, etwas spannender aufgrund des knappen Spielverhältnisses. Grotzurek wird noch zu seinen Einsatzminuten kommen. Ich kann mir vorstellen, dass Louis Schaub ein bisschen Verschnaufpause bekommt. Oder die andere Alternative in der Offensive wäre Terence Boyd. Wie dem auch sei. Sabitzer. Es ist Terence Boyd, der aufgezeigt wird. Lukas Grotzurek muss in dieser Saison bisher damit leben, dass er der Einwechselspieler ist. Zum fünften Mal wird er eingewechselt. Hat nur einmal von Beginn an gespielt, aber da auch nicht über die vollen 90 Minuten. Läuft sich fest. Ja, bliebe es bei diesem Ergebnis, dann wäre es seit langer, langer Zeit das erste Mal, dass Innsbruck selbst kein Tor erzielt. Gegentore haben sie immer bekommen, zumindest eins. War immer drin, aber sie haben auch immer mindestens eins erzielen können. Schon gut eineinhalb Jahre zurück, dass die Innsbrucker ohne einen Treffer waren. Das war beim 0:0 gegen Ried. Schaub gibt immer noch Gas, solange Kofler ihn gewähren lässt. Körpersprache sieht wieder besser aus bei Kofler.
Nürnberg nicht. Also dem plagen mit Sicherheit Kopfschmerzen, aber er hat vorher auch gezeigt, dass er Schwindelgefühle hat. Kofler, der sieht, glaube ich, jetzt auch die gelbe Karte dafür. Tja, es gibt so Tage, da passt dann alles zusammen. Gelb, Kopfschmerzen, blutende Nase und nur zu drei zurückzuliegen. Damit fehlt er auch beim nächsten Spiel. Kaio wird fehlen, aber da hofft man, dass Silla wieder zurückkehrt und den Darmvirus aus seinem Körper verbannt hat. Kofler fehlt, heißt das, es gibt wieder Platz für Abraham. Hinterseher, Trimmel bei ihm, sehr robust, aber korrekt, wie Trimmel in den Zweikampf mit Hinterseher geht. Die viele defensive Laufarbeit hinterlässt auch Spuren bei Hinterseher. Muss kurz mal die Waden dehnen, bevor sich der Krampf einstellt. Schaub, rechts, Burgstaller. Noch mal deftig werden. Schon abgepfiffen. Foul an Kofler. Eine Niederlage gab es bisher für die Innsbrucker zu Hause am Tivoli. Und auch das setzte es. Drei Gegentore. Aber das Ergebnis sah nicht ganz so düster aus. Es war die 2:3 Niederlage gegen Ried. Bisher einzige Saisonniederlage, die es für die Innsbrucker gab. Heute sieht das Ganze viel deutlicher aus. Und Burgstaller, der kann jetzt alles noch deutlicher machen. Sehr schön, wie er sich da durchsetzt. Ja, der hat noch Saft, der Akku ist noch voll. Kein Abseits, weil sich Abraham fallen lässt, um sich nicht auf das Laufduell einzulassen. Und dann vernascht er sie alle wie Mozartkugeln. Wer steht, der liegt. Und da lagen sie vor ihm. Guido Burgstaller mit seinem 5. Saisontor. Jetzt war er erfolgreich gegen Sturm vom Elfmeterpunkt, heute aus dem Spiel heraus. Und auch in der Höhe geht der Sieg der Rapid in Ordnung. Schon aufgrund der ersten Hälfte. Vielleicht gibt es noch eine Korrektur. Nicht so, weil Jeftic sich zu lange Zeit lässt. Hauser. Zweikampfsieger gegen Grotzurek. Bergmann auf der linken Seite. Hinterseher. Ein Slalomlauf. Der Schnee sollte ihn animieren. Versuchte es ja auch als Skifahrer. Aber das gefiel ihm bei weitem nicht so gut wie das Fußballspielen. Jetzt darf er nicht eingreifen, weil er noch im Abseits stand. Abraham. Aber
Haben Sie den Geschwindigkeitsunterschied gesehen im Laufduell zwischen Abraham und Schaub? Abseitsstellung von Sabitzer. Rapid zeigt sich gerüstet für das Europacup-Spiel am Donnerstag. Die drei Punkte sind im Trockenen. Zoran Barisic kann auch mit dem Spielerischen sehr zufrieden sein. Nur die Chancenauswertung, die war noch nicht optimal. Wenn man international solche Chancen liegen lässt, dann kann das oft böse ausgehen. So viele wird man international nicht bekommen. Gibt es noch insgesamt drauf? Gibt es ein Tor auch noch? Gibt es nicht. Ja, eines wird Barisic auch sehr freuen, dass die Null steht. Denn in den letzten vier Auswärtspartien hat es immer ein Gegentor gegeben. Ich meine, dass man das nicht als Handspiel werten kann. Arme angelegt und Pichler dreht sich auch vom Ball weg. Und wenn man reinschaut in die Ergebnisse vom ganzen Jahr 2013, dann gelang auch nur ein einziges Spiel, und zwar in der Südstadt, man keinen Gegentreffer hinnehmen musste. Also gerade aus diesem Grund heraus ist es mal wichtig zu sehen, dass die Mannschaft auch zu Null gewinnen kann. Bergmann. Schaub, der hat immer noch Luft und Lust. Eine Minute noch, dann steht der verdiente Sieger auch offiziell fest. Oh, Kofler, der muss aufpassen, legt Sabitzer ziemlich unsanft zu Boden, zuvor mit Gelb schon verwarnt. Schneller als Schaub. Da fehlt noch die Abstimmung, auch wenn sie sich schon bestens aus der Jugendzeit kennen, Jeftic und Buletta. Buletta hat im Übrigen Innsbruck sehr empfohlen bei seinem Freund, bei Darko Jeftic, gesagt, komm hierher, gute Umgebung. Auch die Berge sind genauso schön wie in der Schweiz. Nur das Ergebnis heute weniger schön zu seinem Einstand. Aber unterm Strich war dieses Spiel nach Minute 2 vorentschieden. Kaio mit Rot raus, obwohl Beuth den Strafstoß nicht nutzen konnte. Der sich jetzt entschuldigt bei Kofler für den Ellbogencheck, der zu den Schwindelanfällen bei Kofler führte. Aber die Rapidler nutzten diesen Umstand, dass die Innsbrucker geschockt waren, ihr Konzept plötzlich nicht mehr umsetzen konnten oder glaubten nicht mehr umsetzen zu können. Da war es dann einfach so, dass Rapid die Initiative ergriff und auch spielerisch überzeugte. Sehr gut sich Chancen herausspielte, sehr giftig in die Spitze hineinspielte, aber die Chancen nicht nutzte. Es bedurfte einer Standardsituation durch Hofmann und Sonnleitner, nutzte das dann zur 1:0-Führung. Das war's von mir.
Zoran Barisic gewinnt, Rapid gewinnt am Tivoli mit 4:0. Ein Ergebnis, mit dem man vorher wohl nicht unbedingt rechnen durfte. Frage an Oliver Brudlo. Gewinnt Rapid zu hoch heute am Nachmittag? Na, ich denke nicht, dass sie zu hoch gewonnen haben. Vor dem Spiel hätte ich allerdings nicht damit gerechnet, dass das halt so eine klare Sache wird. Ich war da auf einen ganz engen Fight eigentlich eingestellt. Wie wir es zuerst schon gesagt haben, die rote Karte gleich zu Beginn hat natürlich die Pläne von Wacker Innsbruck über den Haufen geworfen. Sie haben dann eigentlich lange nicht dazu gefunden, ihre Aggressivität, ihre Laufbereitschaft ins Spiel bringen zu können, die sie sonst immer ausgezeichnet hat. Im Lauf der zweiten Halbzeit haben sie dann ein bisschen weiter hinausgeschoben, haben Rapid früher attackiert und haben Rapid dann auch das eine oder andere Mal in Schwierigkeiten gebracht. Wir haben zumindest phasenweise alles probiert. Diese eine Szene von Sonnleitner, gerade gesehen und gehört im Interview. Hätte man die auch anders ahnden können, Oliver? Man sieht natürlich die Bewegung von Mario Sonnleitner in dem Fall. Was wir nicht sehen können, ist, mit welcher Wucht hat er den Spieler getroffen. Ausgeschaut hat es nicht gut. Ne? Ich wollte gerade sagen, ist das nicht wurscht, die Wucht? Ja, ausgeschaut hat es nicht gut. Ausgeschaut hat es, als würde er einen Ellbogenschlag verpassen. Ne? Mhm. Kann natürlich sein, dass er leicht gestreift hat, das weiß ich nicht, aber ausgeschaut hat es nicht gut. Na, also auch ein bisschen Glück gehabt, Rapid vielleicht auch in der ersten Hälfte. Haben wir schon in der Halbzeit darüber gesprochen, etwas Pech gehabt mit Schiedsrichterentscheidungen. Schauen wir noch auf die Treffer, 55. Minute, das 2:0. Beut was, nicht Abraham, aber man sieht in dieser Szene nach der Schrammelflanke, Oliver, dass halt Abraham doch kein Innenverteidiger ist und das musste er spielen in der zweiten Hälfte. Ja, musste er spielen, aber in der Szene macht er das eigentlich noch ganz gut, weil es war extrem schwierig, den Ball vom Tor wegzubekommen. Er muss ihn eigentlich absichtlich schlecht treffen, dass er ihn wegkriegt und dass dahinter schon Beut lauert, ist natürlich in dem Fall dann ein Pech. Ja, dann war die Phase, wo Innsbruck einiges probiert hat, aber dann kam dieser Grieche, dieser Petzos, und hat eigentlich alles kaputt gemacht mit seinem Kracher. Aber der war so gut, dass Oliver Brudlo jetzt sagen könnte. Ja, wenn er nochmal der Sabot Schaffer halten kann, dann muss er Weltklasse sein. Und das war der Freistoß auch. Der war Weltklasse. Der war perfekt, der fällt genau in den Winkel rein. Schaffe fliegt noch, aber kommt nicht hin. Super Freistoß. Burgstaller dann eingewechselt noch mit dem 4:0. Machen wir aber auch den Blick auf die Tabelle. Da sehen wir Rapid wieder kurzfristig vor der Austria. Okay, die spielt aber jetzt erst gleich. Was sagen wir über die Innsbrucker? Hätte eine entscheidende Partie werden können und so muss man sich wohl doch eher nach unten orientieren. Ja, war möglicherweise heute ein bisschen richtungsweisend, aber wir haben es schon vor dem Spiel angesprochen. Dafür, dass Wacker Innsbruck eigentlich sehr starke Leistungen in den ersten Runden gebracht hat, sind eigentlich zu wenig Punkte hängen geblieben. Ja? Das Spiel am Innsbrucker Tivoli. Rapid hat einen deutlichen Auswärtssieg gefeiert. Das Team von Zoran Barisic siegte in Innsbruck mit 4:0. Auf der anderen Seite bedeutet das auch, der FC Wacker wartet nach wie vor auf den ersten Heimsieg in dieser Saison. Otto Rosenauer. Vor dem Anpfiff ist die Stimmung noch bestens. Es gibt eine tolle Choreografie der Innsbruck-Fans anlässlich des 100-jährigen Jubiläums. Insgesamt sind es knapp 10.700 Besucher am Tivoli. Rapid beginnt von rechts nach links. Mario Sonnleitner mit dem weiten Pass auf Steffen Hofmann. Und Innenverteidiger Chaio bringt den Deutschen im Strafraum zu Fall. Nach nur einer Minute und 9 Sekunden gibt es Strafstoß für Rapid. Und zudem gibt es Rot für Chaio. Die Innsbrucker Defensive ist noch unsortiert. Der Spanier mit dem Stellungsfehler, dem frühen und auch klaren Platzverweis, da gibt es keine Diskussion, richtig gesehen von Schiedsrichter Hakam. Ja, und wenn Sie wissen wollen, wie Ärger über sich selbst aussieht, bitte sehr. Terence Boyd tritt an und scheitert aber an Sabolcs Schaffer. Der Elfmeter insgesamt schlecht geschossen. Schaffer bewegt sich dabei etwas zu früh. Aber die Höhe ideal für den Innsbrucker Torhüter.
Rapid zeigt sich aktiver und vor allem auch kombinationsfreudiger. Marcel Sabitzer auf Luis Schaub und der prüft dann Sabolcs Schaffer. Düdeldorfer drücken klar auf den Führungstreffer, lassen den Ball immer wieder sehr gut in den eigenen Reihen laufen. Wieder Luis Schaub und wieder ist es Sabolcs Schaffer. Und bei genauerer Betrachtung sehen wir, dass Verteidiger Bergmann dann noch mit der Hand dran ist am Ball, dies aber nicht gesehen von Schiedsrichter Hakam. Die Innsbrucker, die werden in den ersten 45 Minuten nur einmal gefährlich. Und zwar in dieser Szene, Kuhn erobert da gut den Ball gegen Petzos und Novota ist dann zur Stelle. Dann die 31. Spielminute. Es gibt von Bergmann dieses Foulspiel an Sabitzer, da ist schon abgepfiffen. Sabitzer sieht Lukas Hinterseher im Rücken dann nicht. Daher wohl keine Absicht, den fälligen Freistoß für Rapid. Den führt dann Steffen Hofmann aus. Und Mario Sonnleitner sorgt für das 1:0 für Rapid. Der Treffer hat sich abgezeichnet, kein Abseits von Sonnleitner. Weit und breit ist da kein Innsbrucker beim Innenverteidiger von Rapid. Und der erzielt dann sein erstes Saisontor. Rapid führt völlig verdient zur Pause mit 1:0. Das muss auch Innsbruck-Trainer Roland Kirchler so akzeptieren. Ja, und der Cheftrainer, der reagiert nach der Pause, bringt Kapitän Thomas Abraham anstelle von Roman Wallner ins Spiel. Rapid forciert dann das Spiel über die Seiten. Schaub auf Schrammel. Abraham und dann ist es Terence Boyd, 55. Spielminute und es steht 2:0 für Rapid. Der wenige Minuten zuvor erst eingewechselte Abraham sieht da nicht gut aus, versucht noch irgendwie zu klären, hat dann großes Pech und von der Brust von Terence Boyd springt dann die Kugel zum 2:0 ins Tor. Roland Kirchler bringt danach mit Neuzugang Jeftic und Vuletta die zwei Schweizer Offensivkräfte. Die Innsbrucker geben nicht auf, schaffen es aber zu selten, gefährlich zu werden. Pichler mit dem Fehler und Vuletta dann mit der besten Möglichkeit im gesamten Spiel von Wacker Innsbruck. Auf der anderen Seite 80. Spielminute, Thanos Petzos mit dem direkten Freistoß, das macht er perfekt. Legt den Ball genau in den Winkel. Schaffer hat nicht den Hauch einer Abwehrchance. Das 3:0, erster Bundesliga-Treffer für den Deutschgriechen. Und dann zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit. Die Gegenwehr hält sich bei den Innsbruckern in Grenzen. Guido Burgstaller mit einem kleinen Tänzchen und dann mit dem 4:0. Die Luft ist ganz klar draußen bei den Gastgebern. Der Pass von Luis Schaub, kein Abseits von Burgstaller. Abraham hebt dieses auf. Und für Burgstaller ist es das 5. Saisontor. Er war in der 70. Minute gekommen für Steffen Hofmann. Rapid gewinnt somit klar am Innsbrucker Tivoli, feiert den 5. Sieg aus den vergangenen 6 Duellen gegen Wacker. Die Stimmen zum Spiel haben für sie Jörg Kühne und Gerd Grabert gesammelt. Vor allem in der ersten Halbzeit. Da haben wir uns sehr viele Chancen herausgespielt und hätten auch noch höher führen können. Zweite Halbzeit, da haben wir versucht, gleich das 2:0 zu machen, ist uns auch gelungen. Aber nach dem 2:0, da hätten wir uns auch ein bisschen konzentrierter noch ans Werk gehen, weil da haben wir ein bisschen den Schlendrian durchgespürt durch die Mannschaft. Das sollte nicht sein, aber trotzdem eine gute Leistung von uns und wir sind sehr zufrieden. Wir haben uns viele Chancen rausgespielt, wir haben den Ball gut laufen lassen, einmal mehr. Das ist natürlich dann nochmal relativ gesehen, aber ich meine, das Ergebnis ging so in der Höhe in Ordnung und ja. War jetzt hart für Wacker, ne? Natürlich der Elfmeter und die rote Karte am Anfang waren, glaube ich, für das Spiel schon sehr entscheidend. 88 Minuten mit einem Mann weniger spielt oder nicht, glaube ich, ist schon sehr entscheidend. Und deswegen war das wahrscheinlich die erste entscheidende Szene und das 1:0 für uns war dann wahrscheinlich die zweite. Ich kann meiner Mannschaft aber nichts vorhalten. Wir haben super dagegen gehalten. Sogar beim 0:2 habe ich irgendwann nur das Gefühl gehabt, wir trauen uns noch vor und haben noch einige Chancen, haben wir sogar noch gehabt vom Stepan Vuletta. Da hat Wacker Innsbruck hat uns sehr gut unter Druck gesetzt. Wir haben das Aufbauspiel nicht mehr so gut gestaltet, beziehungsweise haben wir
im Mittelfeld die Bälle zu schnell verloren, haben nicht mehr so gut nach vorne kombiniert. Gott sei Dank haben wir diese Phase dann überstanden und dann waren wir erst sicher nach dem 3:0, dass wir da als Sieger vom Platz gehen. Erstes Bundesliga-Tor in Österreich, Gratulation dazu. Was für eines noch dazu? Ja, der Trainer sagt, alles von ihm gelernt. Stimmt das? Ja, er zeigt uns mal wieder im Training, wie es geht. Da probiert man ab und zu. Und ja, da gehört ein bisschen Glück dazu, dass er so reingeht. Freut mich natürlich, dass man sich über harte Arbeit das im Spiel dann zurückkriegt. Wir haben gewusst, dass Rapid offensiv sehr stark ist. Aber damit, dass wir im Unterzahl waren, das war unsere Situation noch schwieriger. Naja, Zoran Barisic, ein exzellenter Freistoßschütze gewesen in seiner aktiven Karriere, das kann Andi Herzog auch bestätigen. Ja, absolut. Früher war der Antonin Panenka natürlich das Um und Auf in Europa. Der Zocchi hat sehr, sehr gut geschossen, aber mit der Beste war der Funke Feurer. Der hat zwar beim Spielen nicht schießen dürfen. Funke Feurer? Der hat mich eigentlich vernichtet. Ja. Weil der hat mir beim Training immer gezeigt, wie man die Freistöße schießen soll. Das hat bei ihm so leicht ausgeschaut, immer mit dem Schnitt genau über die Mauer ins Kreuzwerk und ich bin dran zerbrochen. Also auf dem Weg Funke. Jetzt haben Sie ein Geheimnis verraten. Ja. Funke Feurer. Nach langer Zeit. Alles von Antonin Panenka gelernt. Wahrscheinlich. Rapid feiert auf alle Fälle heute in Innsbruck einen deutlichen, einen klaren 4:0 Erfolg. Die Zahl 4 überhaupt sehr wichtig in dieser Saison für Rapid. Nach 4 sieglosen Spielen wieder gewonnen. Bei allen Saisonsiegen in dieser Spielzeit immer 4 Treffer erzielt und 4 verschiedene Spieler sorgten heute für den 4:0 Endstand. Rapid in der Tabelle natürlich im Moment auf Platz 4, Andi Herzog. Nein, es war ein überzeugender Auftritt, keine Frage. Natürlich begünstigt durch den zeitigen Ausschluss, aber es war bis auf 10, 15 Minuten zweite Halbzeit ein total souveräner Auftritt. Und das gibt natürlich für das Europa-League-Spiel in Thun schon sehr, sehr viel Selbstvertrauen. Ja, die beiden Europa-League-Spiele nächste Woche Donnerstag von Salzburg und von Rapid natürlich auch live bei uns zu sehen bei Sky. Andi Herzog, Gratulation. Noch einmal am heutigen Tag zur Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Danke. In Brasilien. 2:0 gewonnen mit dem US-Nationalteam in dieser Woche gegen Mexiko. Sie sind der erste, hoffentlich nicht der einzige Österreicher, der sich qualifiziert hat. Terence Boyd war diesmal nicht dabei. Wie stehen seine Chancen, dass er vielleicht nächstes Jahr aufspringen kann, noch auf den Zug nach Südamerika? Ja, also bei uns im großen Kader immer dabei, ist ganz klar. Also jetzt gegen Bosnien an der Schulterverletzung, das hat er einige Wochen nicht gespielt, aber er weiß, dass der Jürgen Klinsmann auf sehr Unbekümmertheit irgendwie steht, auf seine Wucht, aber er muss sich natürlich auch weiterentwickeln. Das ist bei jedem Spieler gefragt. Wir haben jetzt noch 3/4 Jahr bis zur WM und da werden sicherlich nur Spieler im Kader sein, die uns weiterhelfen und die zu dem Zeitpunkt auch topfit sind. Also Gas geben heißt das Motto für Terence Boyd. Das ist, glaube ich, genug Motivation. Also ja, ich bin natürlich jetzt gerade so auf dem Wackelposten und ich muss halt jetzt mit anderen Stürmern konkurrieren, beziehungsweise anderen Stürmern. Und ja, das sieht jetzt ziemlich, wie ich jetzt die Saison hier bei Rapid spiele, wie ich mich in die Liga gebe. Und dann, ich will alles dafür tun, dass ich dann irgendwie mit in den Flieger runter fliegen kann. Dann, das wäre schon auf jeden Fall ein Lebenstraum, der in Erfüllung gehen würde. Ja, am besten, er sollte in der Europa League einige Tore für Rapid erzielen. Das und die Elfer besser schießen, wenn er noch mal hin darf. Ja, dann ist der Weg eingeschlagen. Das sind die Ergebnisse des Tages in der 8. Runde. Insgesamt sind heute 17 Tore gefallen. Die große Überraschung, Grödig gewinnt in Wien bei der Austria mit 3:2. Sturm siegt in Wiener Neustadt 3:1. Wolfsberg gewinnt gegen Admira 3:1. Und Innsbruck gegen Rapid eben gesehen 0:4. Morgen Ried gegen Salzburg. Bis morgen an der Tabellenspitze Grödig mit 16 Punkten aus 8 Partien. Tolle Bilanz für einen Aufsteiger.